Hi, ich bin der Philipp von Berpor und heute möchte ich euch mal unser gesamtes File-Sortiment vorstellen, weil immer wieder Fragen dazu aufkommen, welchen File brauche ich eigentlich, worin unterscheiden sich all die File? Und ja, ich würde sagen, wir gehen heute mal auf eure Fragen ein. Starten möchte ich kurz mal bei der Materialauswahl. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir bei Berpor Carbon-File verkaufen und Holz-File. Die sind aus Fichte oder Zeder und jetzt fangen wir einfach mal bei den Carbon-Pfeilen an, was es da gibt bei uns. So, fangen wir mal an mit den etwas geringeren Durchmesser von den Slimline-Pfeilen. Für wen sind die Slimline-Pfeile? Ich würde Slimline immer für den Anfängerbereich empfehlen, gerade wenn du einen kürzeren Auszug oder ein geringeres Zuggewicht hast, eignet sich der Slimline-Pfeil am besten. Der ist einfach weniger wundanfällig und ist in höheren Spine-Werten zu haben. Worauf es beim Spine-Wert ankommt, das würden wir gerne in einem anderen Video nochmal beleuchten. Jetzt soll es aber erstmal um die reine Auswahl an Pfeilen bei uns gehen. Der Slimline-Pfeil ist in drei verschiedenen Dekorarten zu haben bei uns. Einmal in der ganz schwarzen Version ohne alles und in zwei Holzoptiken. Einmal mit der Bambus-Optik, der glänzt so schön, und einmal eine matte Holzoptik. So, das gleiche haben wir auch bei den etwas dickeren Pfeilen im normalen Durchmesser mit 2,45. Das ist eigentlich der klassische Standardpfeil für Bogenschützen, die, also Erwachsene, die einfach ein normales Zuggewicht haben, einen normalen Auszug von um die 28 Zoll. Hier haben wir zwei, ja, einmal eine ganz schwarze Version und einmal so eine leicht graue Version mit geflochtenem Carbon. Und dann haben wir zusätzlich noch drei verschiedene Holzdekorarten. Einmal auch wieder das glänzende Bambus-Dekor und ein mattes Holzfinish. Eine kleine Besonderheit haben wir hier noch, und zwar unser Traditional Extreme. Ist auch so ein bisschen einzigartig. Der ist ein Carbon-Kern, hat aber eine echte Ummantelung aus Eschenholz. Und hat damit sowohl einige Vorteile von einem Carbon-Pfeil als auch von einem Holzpfeil. Insofern, dass man ihn bemalen könnte, verzieren könnte, verschönern könnte. Und er sieht halt einfach extrem traditionell aus. Ja, das sind unsere Standardpfeile. Also da müsst ihr nichts mehr machen. Könnt ihr auf unserer Homepage einfach euch bestellen. Haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ja, könnt ihr gleich loslegen. So, für unsere fortgeschrittenen Schützen, also wenn du schon ein bisschen länger dabei bist und dir der Standardpfeil vielleicht ein bisschen zu langweilig geworden ist oder einfach auch du besser geworden bist und nicht mehr so viele Pfeile verschießt, dann kannst du einen Schritt weiter gehen und dir unsere Kundenpfeile konfigurieren in unserem Online-Shop. Da kannst du natürlich all die Dekorarten auswählen, die du bei den Standardpfeilen und bei den Carbon-Schäften hast, und kannst zusätzlich einfach noch dir den Pfeil verschönern, verzieren. Du hast die Möglichkeit, dir vorne noch zusätzliche Protector-Heads auszuwählen, farbene Crestings auszusuchen und Federn. Aber auch die Feder kannst du nach Länge und nach Form auswählen im Online-Shop und dir konfigurieren lassen. Ein weiterer Schaft, den wir bei uns im Sortiment nur als Schaft haben, ist der Heavy Hunter. Der Heavy Hunter ist ein besonders dicker Schaft, der einfach dann eine gewisse Schwere mit sich bringt. Der ist auch nur in niedrigen Spine-Werten zu haben, das heißt für Schützen, die wirklich ein bisschen was auf den Fingern haben. Und der hat eben diese ganz traditionelle, gesperrste Optik, wie bei den klassischen traditionellen Holzpfeilen damals. So, damit hätten wir das Fertigpfeilsortiment von den Carbon-Pfeilen abgedeckt. Und das Gleiche lässt sich eigentlich auch so ein bisschen auf unsere Holzpfeile übertragen. Holzpfeile gibt es, wie gesagt, in Fichte und in Zeder. Da liegt es an dir, wo du gehen möchtest. Zeder natürlich noch mal ein bisschen hochwertiger. Ansonsten von der Auswahlmöglichkeit relativ ähnlich. Also wir haben sowohl Zeder als auch Fichtenschäfte als Fertigpfeil relativ einfach gehalten. Der Vorteil bei den Fertigpfeilen hier ist einfach, dass die komplett fertig und behandelt sind. Das heißt also, auch der Schaft ist schon mit einem Klarlack versehen, sodass dein Pfeil ready to go ist und im Prinzip auch wetterfest ist. Und ja, so, da kannst du auch noch mal eine Stufe weitergehen
denn sowohl Fichte als auch Zeder kannst du mit einem Cresting versehen lassen, kannst dir die Federform auswählen und variieren und kannst so deinen Fall einfach auch nochmal ein bisschen upgraden. Pelzschäfte gibt es bei uns auch in zwei verschiedenen Durchmessern. Die haben einmal 5/16, was einfach für geringere Zuggewichte geeignet ist. Das heißt, der Schafter ist da einfach ein bisschen dünner nochmal. Und dann haben wir 11/32 Durchmesser bei den Holzschäften, einfach für höhere Zuggewichte geeignet und der Schaft ist nochmal ein Tick dicker. Es gibt auch noch andere Schäfte bei uns im Sortiment oder andere Fertigpfeile. Vielleicht hast du sowas auch schon mal gesehen auf dem einen oder anderen Turnier oder auf dem Parcours. Wunderst dich über diese 6-fach-Befiederung. Das ist ein Fufu-Pfeil, kannst du auch so bei uns im Online-Shop kaufen. Fufus kommen ursprünglich aus Nordamerika und werden bei der Vogeljagd eingesetzt, bei uns in Deutschland aber eher im Spaßbereich angesiedelt. Also wenn du auf irgendwelche Targets schießen möchtest, die ja, sich bewegen und möchtest aber nicht, dass der Pfeil ewig weit fliegt, ist der Fufu für dich perfekt, denn er bremst durch seine Federn extrem den Pfeilflug und nach spätestens 20-30 Metern kommt der Pfeil zum Erliegen. Super für den Einsteigerbereich und auch für die Kreativen unter euch. Wir haben alle Schäfte auch als Basisschaft, das heißt unbefiedert und ohne Komponenten. Hier zum Beispiel den Bandit, den es wirklich auch nur als Basisschaft gibt. Das ist ein sehr günstiger vom Preis-Leistungs-Verhältnis super Schaft zum selber befiedern und zum selber bekleben. Und auch alle anderen Schäfte findest du, wie gesagt, auch einfach nur als Basisschaft. Auch bei den Health-Schäften, egal ob Fichte oder Zeder, alle verschiedenen Spine-Werte und Durchmesser sind dort vorhanden bei uns im Shop. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein bisschen Klarheit jetzt, was wir in unserem Fallsortiment für Unterschiede haben und für unterschiedliche Materialien. Wir würden uns natürlich über ein Like freuen und schaut doch einfach auch mal in unsere anderen Videos, wenn wir zum Beispiel auf die technischen Daten genauer eingehen, also was heißt Spine-Wert, was heißt Grain per Inch. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Video jetzt und wir sehen uns im nächsten Video.